Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NWD Niedersachsen. Ja, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen heute hier. Und herzlichen Dank an Manfred Börn, dass er mir jetzt die Ehre angereicht, unseren Redner anzukündigen. Eigentlich muss Adolf Dammer gar nicht angekündigt werden. Zum einen habt ihr alle die Einladung gekriegt, sogar mit Bild. Und zum anderen ist dieser Name ja auch verknüpft mit Parteigeschichte. Und jeder, der ein bisschen da drin bewurzelt ist, der kennt diesen Namen. Adolf Dammers Vortrag will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen. Das wird er selber machen. Also jetzt einen langen Lebenslauf von ihm zu halten, wäre genau das, was jetzt nicht angesagt ist, weil das wird Adolf uns erzählen. Eins will ich aber noch vorweg schicken, um eventuelle Irritationen vorzubeugen. Wer mich nicht kennt, ich heiße Manfred Dammann. Wir legen beide großen Wert darauf, dass wir nicht verwandt oder verschwägert sind. Aber seit 2005, denke ich mal, verbindet uns freundschaftliche Bande durch anfangs Parteiarbeit und mittlerweile auch so manche andere Geschichte. So, Adolf, nun darf ich dich ans Pult bitten. Kameradinnen, Kameraden, verehrte Gäste, diese Vortragsveranstaltung steht unter dem Motto 50 Jahre Kampf für ein freies Deutschland. Das stimmt nicht ganz, wenn es hier um meine Biografie gehen soll, denn in Wirklichkeit sind 60 Jahre, die ich im politischen Kampf mittlerweile stehe, seit 1957 in der politischen Arbeit und 1959 als Mitglied der Deutschen Reichspartei bis zur Auflösung. Und natürlich auch auf der Gründungsversammlung in Hannover im Maschpark 1964 mit der heutigen nach wie vor bestehenden Mitgliedsnummer 171. Wenn man heute neu beitritt, dann wird man eine Nummer so um 97.000 bekommen. Insofern kann man sich ausmalen, was eine Mitgliedsnummer von in Höhe von 171 für eine Bedeutung hat. Dass aus diesen 60 Jahren meines politischen Kampfes 50 Jahre geworden sind, hier in der Einladung. Also das möchte ich nun den Akteuren, entweder Manfred Börf oder Manfred Dammann, zugutehalten. Das sind ja entweder Maurermeister oder Tischlermeister. Und die versuchen die Zahlen, das Zahlenwerk, immer wenn man mit denen zu tun hat, die versuchen das Zahlenwerk immer herunterzurechnen und so weiter. Ne? Und das ist sicherlich hier auch in irgendeiner Art und Weise zum Ausdruck gekommen. Als Manfred Dammann mich ansprach, ob ich hier heute in diesem Rahmen eine Vortragsveranstaltung mitmachen würde, da habe ich auch gedacht, muss ich mir das antun, mit 77 Jahren mittlerweile. Man wird ja auch immer vergesslicher und verwehrter mit der Zeit. Also wenn ihr auch dahin kommt irgendeines Tages, also das ist immer haarscharf an der Demenz oder an der Senilität vorbei, würde ich sagen. Aber ich werde mir alle Mühe geben, das heute hier so zu gestalten mit meinem Vortrag, dass das vielleicht nicht langweilig wird. Was Verwehrtheit betrifft, letzte Woche kam mein Enkel, Jakob heißt er, der Vorname gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ne? Mein Enkel kam aus der Schule, er hatte gerade Erdkundeunterricht gehabt und kam in die Küche rein, ich las die Zeitung, Opa,
wo sind eigentlich die Karpaten? Ich sage, Karpaten? Karpaten? Meinst du Karpaten? Ja, Opa, wo sind Karpaten? Wo sind die Karpaten? Ich sage, da geh mal lieber zur Oma, die legt ja sowieso immer alles weg oder so. Dann. Aber dabei fängt das an, diese Verwirrtheit im Anfangsstadium. In der Schule schon, in der Volksschule und auch später in meiner Jugendzeit, da war es immer so, Freunde, mit denen ich mich da umgeben habe, die hatten alle irgendwie einen Spitznamen. Der eine hieß Punsel, der andere Fischer. Jeder hatte seinen Spitznamen und nur ich nicht. Aber einen gab es im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Bergstedt, mein Hammerdorf. Werner Lemmermann, das war der Schmied. Der war 3-4 Jahre älter als ich und schon in der Volksschule. Da sprach er mich immer mit Kreisleiter an. Ne? Immer wenn er mich sah, dann sagt er, aha, Herr Kreisleiter, da kommt der Kreisleiter. Und ich wusste natürlich gar nicht, was er damit meint. Und es hört sich ja auch nicht wie ein Spitzname an. Habe mir meine Gedanken gemacht. Jedenfalls habe ich das nicht irgendwie als besonders freundlich empfunden, aber ich habe das geschluckt. Und Anfang der 50er Jahre, da habe ich von meiner Mutter mal in ihren ganzen Unterlagen da gekramt. Und dann fiel mir eine Urkunde in die Hand und die habe ich mir dann für heute mal irgendwie kopiert. Da ist oben in der linken Seite ist praktisch nicht mit Farbe, sondern eingedruckt ins Papier. Das war so ein etwas festeres Papier und da stach dann praktisch eine Rune hervor, die heute nicht mehr erlaubt ist auf der linken Seite. Und darunter stand dann der Kreisleiter. Und ganz unten gibt es dann nochmal einen Stempel mit einem Adler auf dieser verbotenen Rune. Dann eine mittlerweile heute nicht mehr erlaubte, berühmt-berüchtigte Grußformel. Und dann Unterschrift und wieder Kreisleiter. Und der Inhalt, der ist recht kurz und deswegen trage ich den mal ganz kurz vor. Am 6. Januar 1940 habe ich im Hause der Eltern die Namensgebung des Adolf Klaus Johann Dammann als Vertreter der nationalsozialistischen Bewegung Deutschlands vollzogen. Möge in seinem Leben und Schaffen für sein Volk das Wort voranstehen, unter dem unsere jetzige Zeit zu leben hat. Wer leben will in dieser Welt, der kämpfe also. Und wer nicht streiten will in dieser Welt des ewigen Rings, verdient das Leben nicht. Das also die Namensgebung und zur Erklärung. Also ich brauchte, nachdem ich geboren war, brauchte ich offensichtlich nicht in die Kirche zu einer Taufe. Und der örtliche Pfaffe, der kam auch nicht zu uns nach Haus zu einer Taufe. Das erklärt sich darin, dass mein Vater nicht in der Kirche war. Er war nicht lutherisch und auch nicht katholisch. Wenn er gefragt wurde, welcher Konfession er sei, dann schrieb er immer gläubig. Das war wohl damals irgendwie solch eine Bezeichnung, die wohl auch recht gängig war. Mein Vater, der ist 1900 geboren und heißt auch Adolf. Deshalb ich natürlich auch Adolf. Also 1900, als er Adolf genannt wurde, da war das eigentlich ein ganz normaler, geläufiger Name. Und 1939, als ich geboren wurde, da sah das schon anders aus, das war dann der große Renner. Heute würde man sagen, der große Hit. Und 1966, als ich meinen zweiten Sohn Adolf nannte, das ging nun überhaupt nicht. Das war also, das ging schon in der Geburtsklinik in Stade, bei der Klinik Weber, ging das schon los. Als der Junge dann da war und meine Frau gefragt wurde, wie der heißen sollte,
ja, da soll der Adolf heißen. Da blieb ihn erstmal der Hebamme und den herumstehenden Schwestern blieb die Spucke weg. Und dann stutzten sie alle und stutzten nochmal und so weiter und fragten nochmal nach, ob das tatsächlich so sein sollte und so weiter. Ja, das sollte so sein. Und dann haben sie es irgendwie geschluckt. Ne? Und dieser Adolf, den Namen trägt er heute noch, der hat dann damals als Jugendlicher oder als Kind hatte er hellblonde Haare, also weiß, quasi weißblond. Und, aber bei der Geburt hatte er lange schwarze Haare, genauso wie mein Vater, also, den ich ja gar nicht kennengelernt habe. Und im Grunde genommen wie meine Frau. Blaue Augen, schwarze Haare und so weiter, passt auch alles. Und jedenfalls haben die Schwestern, nachdem sie wussten, dass der tatsächlich Adolf heißt, dann haben sie ihm einen rechten Scheitel gezogen und haben die große schwarze Mähne über die Stirn und über das linke Auge weggekämmt und so weiter und haben dann ein paar Tage lang in der Klinik ihren Spaß daran gehabt. Ich erzähle das alles hier, ja, aber eigentlich muss ich das noch weiter ausschmücken oder vorab. Ich erzähle das mit der Biografie meines Vaters hier, die muss ich gleich nochmal etwas fortsetzen, um euch klarzumachen, dass mich niemand zum Nationalisten erzogen hat. Ich bin heute der festen Überzeugung, das geht sicherlich auch einigen, die hier im Saal sind. Also als Nationalist wird man geboren, bin ich fest von überzeugt. Jedenfalls war es bei mir genau so. Und mein Vater habe ich nämlich überhaupt nicht kennengelernt. Der war während meiner Jugendzeit, also bis er gefallen war 1945, war er ständig im Krieg und kam nur sehr selten auf Urlaub. Also ich habe da null Erinnerung an meinen Vater. Er kann mich also auch nicht erzogen haben. Ne? Also ich bin nicht das Produkt einer Erziehung. Bei mir hat sich das alles selbst entwickelt. Und warum kam der Ortspfaffe nicht zu einer Taufe bei uns ins Haus? Mein Vater, wie gesagt, der 1900 geboren war, der war schon in den 20er Jahren, war er schon Mitglied der NSDAP. Da wusste in meinem Heimatort oder in seinem Heimatort, Barstedt, noch keiner, was die fünf Buchstaben bedeuten und dass das eine Partei sei und überhaupt und so weiter. Jedenfalls, er war recht früh dabei und kriegte dann auch irgendwann, er wurde dann natürlich Ortsgruppenleiter in Barstedt und irgendwann kriegte er ja, das Goldene Parteiabzeichen verliehen. Und weil er das Goldene Parteiabzeichen hatte und darüber hinaus offene Beine, das ist eine spezielle Krankheit, die ich in die Nähe erläutern muss, obwohl er sportlich wirklich gut drauf war und Fußball gespielt hat, hatte offene Beine und aufgrund des Goldenen Parteiabzeichen und wahrscheinlich auch, weil er Ortsgruppenleiter war, oder offene und auch aus gesundheitlichen Gründen mit offenen Beinen brauchte er nicht, keinen Wehrdienst zu leisten. Hat sich aber nach dem Polenfeldzug sofort freiwillig gemeldet und ist dann die ganze Zeit, hat den Frankreich-Feldzug und Russland-Feldzug mitgemacht und ist am 6. Februar 1945, befand er sich in Dresden. Ein paar Tage später wurde diese Stadt in Schutt und Asche gelegt, nämlich am 13. Und er befand sich auf der Kriegsschule in Dresden. Das ist heute das Museum. Ich weiß nicht, wer da schon mal gewesen ist. Ist natürlich total im Umerziehungssinne verunstaltet heute mit einem Vorbau, der vor ein paar Jahren erst entstanden ist von einem gewissen Architekten Liebeskind, der auch in Lüneburg sich da produzieren darf und, glaube ich, mit der Elbphilharmonie irgendwie zu tun gehabt hat. Jedenfalls, der hat diese hervorragende Kaserne aus den 30er Jahren, die dann zur Kriegsschule wurde, die hat er da veranstaltet. Aber trotzdem, man muss das mal kennengelernt haben. Ich war mittlerweile die letzten 20 Jahre, war ich schon dreimal da. Und dort befand er sich am 6. Februar
1945 und dann wurde er war Feldwebel Fahn Junker. Er sollte politischer Führungsoffizier werden auf dieser Kriegsschule. Und aber die Kriegsschule, dieses ganze Fahnenjunker-Regiment mit 400 Leuten, wurde per Bahn am 6. Februar 1945 auf den Weg gebracht Richtung Frankfurt-Oder. Und aus dem Fahnenzug bei Le Bus ist dann diese Einheit im Sturmangriff auf einen Brückenkopf der Russen an der Oder zugestürmt. Und mein Vater, allen vorweg, ich weiß das von jemandem, der dabei gewesen ist, und mein Vater traf dann einen Packgranatensplitter und dann fiel er. Ich habe dann später, nachdem die DDR nicht mehr gab, habe ich gesucht nach einem Grab und wo da irgendwie liegt. Und ich habe auch ein Massengrab gefunden, wo sein Name draufsteht. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er da liegt. Also ich habe mich damit stark mit beschäftigt, wie sich das damals nach dem Krieg oder auch während des Krieges schon, nachdem die Russen da rüber gestürmt sind, was sich dazu getragen hat, was sich da entwickelt hat und so weiter. Er könnte sicherlich heute auch in einem zugeschütteten Granattrichter oder Schützengraben liegen und so weiter. Aber das ist eine Geschichte für sich. Also nochmals, also ich bin nicht erzogen worden, weil ich meinen Vater praktisch gar nicht kannte. Ähm, 1957 bin ich durch einen Freund von mir in Bachstedt, in meinem Heimatort, Herbert Wohlers heißt er, der lebt heute auch nicht mehr, der war 2-3 Jahre jünger als ich, der war Maurer, Lehrling, der hatte Kontakt zur Deutschen Reichspartei und interessierte sich auch für die sogenannte Junge Kameradschaft, das war glaube ich die damalige Jugendorganisation der Deutschen Reichspartei, und der hat mich versucht dann zu überzeugen und hat mich dann mitgeschleppt zu einer Mitgliederversammlung in Stade, und später durfte ich dann auch bei ihr mal mitfahren zur Glocke nach Bremen, als Hans-Ulrich Rudel da gesprochen hat, zu Ende der 50er Jahre. Und naja, ich wurde aber ruckzuck, weil das alles so meiner Gesinnung zusagte und entsprach, ruckzuck wurde ich Mitglied der Deutschen Reichspartei, und da ich zu dem Zeitpunkt 57 Banklehrling war, kriegte ich natürlich sofort die Schatzmeisterei aufs Auge gedrückt. Ne? Und meine erste Feuertaufe im Geiste, die hatte ich dann bereits 1959. Gab es einen weltweit verbreiteten Skandal, nämlich die Schändung der Synagoge in Köln. Das war am Heiligabend 1959. Zwei 25-jährige DRP-Mitglieder beschmierten die neu eröffnete Synagoge in Köln mit Hakenkreuzen unter Aufschrift "Deutsche fordern Juden raus". Es folgte natürlich eine Welle antisemitischer Schmierereien in der ganzen Bundesrepublik, und der Blätterwald weltweit da rauschte. Adenauer gab eine Rundfunkerklärung ab. Es folgte dann ein Weißbuch über 700 Anschläge, die dann in der Folge letztendlich mit Hakenkreuzschmierereien und so weiter irgendwie erfolgten. Unter dem Eindruck, diese beiden Täter, die wurden allerdings nur wegen Sachbeschädigung damals verurteilt zu 10 bzw. 14 Monaten Haft. Unter dem Eindruck dieser Vorfälle verabschiedete der Bundestag 1960 ein Gesetz gegen Volksverhetzung. Also das ist der berühmte Volksverhetzungsparagraf, mit dem wir heute immer noch zu tun haben. Der stammt von 1960 und Auslöser war die Hakenkreuzschmiererei in Köln. Das dazu. Ich habe mich dann natürlich in der Deutschen Reichspartei weiterentwickelt und in den Jahren 1962, 63 gab es so eine Stimmung, dass sich alle sogenannten rechten Kräfte oder Parteien zusammentun müssten.
um eine Sammlungsbewegung auf die Beine zu stellen. Und das geschah dann ja auch 1964. An dieser habe ich ja dann teilgenommen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich ununterbrochen irgendwie nun bin ich ununterbrochen mit Funktionen in der NPD versehen worden, bis zum heutigen Tage. Heute bin ich wieder da angekommen, wo ich mal angefangen bin. Heute bin ich wieder Schatzmeister im Unterbezirksstade. Das ist eine traurige Entwicklung oder so. Und zusätzlich dann gleich Geschäftsführer. Ja, und was spielte sich denn alles ab? Ich habe natürlich dann allerhand Nackenschläge habe ich nun einstecken müssen während meiner politischen Karriere. Und es war auch ein ständiger Spagat in der Bank. Ich bin nämlich 46 Jahre in Banken tätig gewesen. Im Grunde genommen nur in drei Banken. 10 Jahre in der Kloster, da wo ich jetzt wohne, mit Unterbrechung durch Bundeswehr. Und dann hinterher 17 Jahre als Bankleiter der Volksbank Altes Land mit zuletzt 5 Geschäftsstellen. Und dann passierte ein großer Bruch, der aber nicht zu meiner Arbeitslosigkeit führte, sondern auch durch meine Gratwanderung oder den Spagat, den ich dahin kriegte. Ich war nicht einen Tag arbeitslos. Ich fing sofort bei der Hypo Vereinsbank an in Hamburg und habe dann da 19 Jahre durchgehalten bis zur Rente mit 63. Habe dann praktisch während dieser Zeit habe ich den Spagat auch bei der Hypo Vereinsbank gemacht und bin zu dem Zeitpunkt bis zur Rente dann Repräsentant der Bank im Alten Land gewesen und Filialleiter in York. Also das ist meine berufliche Laufbahn. Zur Partei komme ich jetzt. Das ist natürlich sind lange Ausführungen. Martin, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte noch mal nachfragen, wie es denn abgelaufen ist bei der Volksbank. Das interessiert mich natürlich mal. Ja, das ist natürlich auch wieder eine lange Geschichte. Und zwar Auslöser, aber gut, dass du das ansprichst. Auslöser war ein Landtagswahlkampf, den wir in Niedersachsen führten, 78, 79 oder so war das. Ne? Und da hat die NPD, damals ging es ja auch schon irgendwie bergab, seit 1969 der verlorenen Bundestagswahl, Landesvorsitzende war Dr. Heinz Schimmeron aus Hannover und Stellvertreter waren Uli Eigenfeld, Fritz Ulrich Bund und ich. Und ich war dann für die Abteilung Aktionen zuständig. Und dann haben wir damals haben wir in ganz Niedersachsen erstmal zur Wahlzulassung, wir haben überall Direktkandidaten aufgestellt, das waren glaube ich 99 Wahlkreise zur Landtagswahl damals. Wir haben es geschafft, in allen Direktwahlkreisen, 100 Unterschriften pro Direktwahlkreis mussten wir damals sammeln. Bei Bundestagswahlen ist es ja anders, müssen wir 200, aber bei Landtagswahlen 100 praktisch. Wir waren dann also in allen Wahlkreisen vertreten, Landesliste gab es glaube ich noch, damals noch gar nicht. Tatten, der schon damals aus der NPD ausgetreten war und Hannover wohnte, also der war begeistert, der konnte das nicht glauben, dass diese junge Truppe und jedenfalls da nun geschafft hatte, das war eine junge Truppe, wir hatten die starke JN hier in Niedersachsen, Klaus Dankers, Fritz Ulrich Bund, Jürgen Dörr und alle wie sie da waren. Jedenfalls haben wir das geschafft, überall also und flächendeckend anzutreten. Und meine Aufgabe war, Straßenkundgebungen durchzuführen. Und diese Kundgebungen, die hatten wir uns angeeignet durch Praxis in NRW im Ruhrpott. Bernd Röse, Heinrich Gerlach und so wieder, die hatten schon jahrelang immer, da gab es in NRW gab es zu dem Zeitpunkt 4 JN-Zentren. Eins am Kamener Kreuz. So ein alter Bauernhof, ein Gutshof und so weiter. Und da wurde die entsprechende Infrastruktur da geschaffen. Und dann sind wir mit JN immer so mit 1 oder 2 Kleinbussen mit 12 bis 15 Leuten, sind wir immer Freitagnachmittags losgefahren dahin und haben Kundgebungen durchgeführt in den Städten. Und zwar an einem Sonnabend immer in 3 Städten, meinetwegen Essen, Dortmund, Bochum und so weiter. Ne? Und Liedermacher war meistens auch immer dabei. Also da
Und natürlich, dann abends wurde der Freitag abends und dann der Nacht von Sonntag wurde gesoffen ohne Ende. Aber das gehörte alles dazu. Jedenfalls haben wir dann das abgekupfert, haben gesagt, das machen wir jetzt in Niedersachsen. Und wir sind in 27 Städten sind wir in Niedersachsen unterwegs gewesen, angefangen in Lüneburg. Und die Lüneburger Kundgebung, die wir damals führten, die ist da abgebildet auf dem Bild da an der Lampe. Ja, da stehen wir vor dem Rathaus, 2000 Gegendemonstranten. Wir hatten damals extra von einem Mitglied aus Oldendorf angefertigten Rednertribüne, hatten wir da mit Plexiglas davor weg, weil wir ständig mit Knallkörpern und Steinen und Flaschen und Früchten und Lebensmitteln da bedient worden sind und so weiter. Und das Bild ist vor dem Rathaus in Lüneburg. Das kann man heute auch noch erkennen, wenn man sich da mal so genau... Und die Leute, die kenne ich natürlich dann auch, größtenteils kann ich die Namen auch noch sagen. Fritz Ulrich Brunn zum Beispiel, der war immer dabei, und Klaus Dankers und Jürgen Dürr und hier und Wichmann war auch dabei. Naja, gut, das nur nebenbei. Und dann haben wir, in Göttingen waren wir zum Beispiel zu dieser Zeit von den 27 Kundgebungen zweimal, in Hannover waren wir zweimal. Einmal waren wir in Hannover und wollten morgens um 11 Uhr und nachmittags um 15 Uhr wollten wir dann in Hildesheim weitermachen. Da sind ja nur 50 Kilometer da. Ne? Ja, aber das wurde nichts. Wir sind zwar irgendwann angekommen in Hildesheim, aber man hatte uns ja nur in Hannover auf dem Opernplatz und mitten in der Polizei. Wir hatten unser Transportfahrzeug. Lautsprecher waren, die hatten wir mitten in der Polizei stehen. Die Reifen waren trotzdem kaputt. Ne? Ja. Und als wir dann ankamen in Hildesheim, da hatte die Polizei, die war auch mehrere tausend Gegendemonstranten, hatte die Polizei das auch schon alles abgesagt. Also das klappte dann nicht mehr in Hildesheim. Aber wir sind dann immer nachgestoßen. Und in Göttingen waren wir auch zweimal. Das erste Mal war es dann auf dem Marktplatz mitten in der Altstadt. Und 2000 Gegendemonstranten und wir waren mit 60 Leuten, also fast nur JN. Und da habe ich hier ein Bild irgendwie gehabt hier. Jedenfalls, das finde ich dann irgendwann noch hier. Da hatten wir auch diese Bühne. Und null Polizei auf dem Platz und 2000 Gegendemonstranten. Wir waren also richtig ganz eng eingekesselt. Und da sind die mit Lassos beigegangen, haben die vier Lautsprecher-Trichter, die auf langen Stangen befestigt waren, an der Rednertribüne, auf vier Ecken. Die haben sie rumgezogen, die ganze Bühne krachte zusammen. Und dann haben wir nur noch gestanden und mit den Trümmern immer nur so um uns geschlagen. Ne? Fritz Ulrich Brunn und ich blutig ins Krankenhaus. Uns beiden haben sie dann mehrfach die Kopfhaut genäht und so weiter. Ne? Und hinterher sind wir dann gegangen in die sogenannte Burgstraße 5. Das war das berüchtigte Loch von Hans-Michael Fiedler. Da hatte er eine Buchhandlung, eine öffentliche Buchhandlung. Das waren alles, ja, war alles abenteuerlich. Und damals war natürlich bei der Kundgebungsserie in Niedersachsen, da war natürlich Presse, Rundfunk, Fernsehen immer dabei. Und der damalige Innenminister Gross von der FDP, der sprach vom Dammannschen Wanderzirkus. Ne? Der Dammannsche Wanderzirkus war da jeden Sonntag unterwegs gewesen. Und in der Bank, ich war ja damals Leiter der Volksbank Altes Land mit den fünf Geschäftsstellen. Ja, da kam das insofern an, als der Raiffeisenverband oder Genossenschaftliche Prüfungsverband in Hannover, der schaltete die Bankenaufsichtsbehörde ein, die Landeszentralbank und Finanzamt und alles Mögliche. Und also, weil man auf keinen Fall sich auf Dauer leisten könne, mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht zu werden. Und von dem Zeitpunkt ab
wurde ich plötzlich geprüft ohne Ende, ja, von Genossenschaftsverband. Und ich kam immer mit zwei Mann, und zwar zweimal im Jahr. Bei meinen Kollegen im Kreis Stade in Cuxhaven kamen sie alle zwei Jahre, bei mir kamen die jedes Jahr zweimal. Und versuchten natürlich über diese Schiene Kündigungsmöglichkeiten irgendwie zu finden und so weiter. Haben sie nicht geschafft, aber 1983, 84 kamen sie mit der Aussage, also man hätte jetzt erhebliche Einzelwertberechtigungen und Abschreibungen festgestellt und man müsste sich über ein Ausscheiden mit mir unterhalten. Ich habe gesagt, wir unterhalten uns über gar nichts mehr. Wir unterhalten uns nur noch vor Gericht. Und der Geschäftsführerverband, wo meine Kollegen ja auch alle Mitglied waren, die sagten, Adolf, pass mal auf, wir stehen auf deiner Seite. Such dir die besten Rechtsanwälte, die es gibt. Wir haben einmal den Bossi in München und den Augstein, das ist der Bruder vom Spiegel-Herausgeber in Hannover. Ich habe Hannover dann genommen und so weiter, weil es ja in der Nähe war und so weiter. Und der fragte als erstes, als ich da reinkam, wie die öffentliche Resonanz in der Presse. Das ging natürlich alles durch Stader Käseblätter und so weiter, permanent diese ganze Abhandlung. Und alles, diese ganze Auseinandersetzung immer groß in der Presse bei mir vor Ort, ne, vor der Haustür. Und und dann kam ein Vergleich und ich hatte mit dem Pressefritzen einen Deal gemacht, insofern, als er diese Politschiene überhaupt nicht erörtert. Die Presse, Stader Tageblatt, die haben natürlich einen riesen Arsenal, hätte ich fast gesagt, oder Archiv über mich. Und der berichterstattende Redakteur damals, den sie da zu Auserkoren hatten, sich damit zu beschäftigen, mit dem hatte ich vereinbart, dass er über Politik und NPD und meine Aktivitäten da überhaupt nichts schreiben würde. Und damit würde ich ihm aber mit Material jede Menge füttern aus dieser ganzen Auseinandersetzung. War für mich immer, ich habe ihn über alles informiert, aber die Politschiene, die war außen vor, da wurde nicht über berichtet. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich mich während meiner Suspendierung, ich habe dann irgendwie Hausverbot da bekommen und habe ein Dreivierteljahr habe ich Gehalt weitergezahlt bekommen und so weiter. Und in der Zeit habe ich mich dann bei anderen Banken bemüht und bin dann auch gleich untergekommen bei der Hypo Vereinsbank in Hamburg. Das heißt, ich bin nicht einen Tag in meinem Leben arbeitslos gewesen, aber ein Spagat und ein Hängenwürgen war es allemal. Aber jetzt sind wir bei Göttingen. Also das war letztendlich der große berufliche Einschnitt für mich, aber auch das habe ich gewuppt. Und ich habe auch keine Berührungsängste zu den Lügen, zu der Lügenpresse in diesen ganzen Jahrzehnten geübt. Ich habe mich bei uns in Stade gab es einen kommunistischen Antifa-Experten, der auch mit Andrea Röpke ständig unterwegs gewesen ist. Der hieß Uwe Ruprecht, ne? Und also ein Journalist, ne? Und der nun auch ständig irgendwie hinter uns heran recherchierte. Darüber hinaus gibt es ja heute noch den NDR-Spezialisten, auch ehemaliger kommunistischer Bund, Schölermann. Und ich habe mich dann jetzt vor kurzem, der rief mich an, da habe ich mich wieder daran erinnert, an diese Hakenkreuzschmierereien in Köln. Damals war natürlich auch das Damoklesschwert des Verbotes über der DRP damals. Und als frischgebackener Schatzmeister musste ich natürlich damit rechnen, dass ich Hausvisionen kriege. Ich habe jedenfalls die ganzen Unterlagen und Mappen und Hefter, die habe ich dann da irgendwie verschwinden lassen. Ich weiß heute nicht mehr, wo ich die verschwinden lassen habe. Nachdem ich das beruhigt war, waren die natürlich alle wieder da. Und als der Schölermann mich jetzt am 16. Januar anrief, einen Tag vor der Verbotsurteilsverkündigung, da meinte er, ja, Herr Dammann, also, was glauben Sie, wird die NPD morgen verboten? Ich glaube das nicht. Aber ich kann das auch nicht ausschließen. Ja, ich bin auch immer, der Schölermann, er sei auch immer gegen das Verbot gewesen, das würde er überhaupt nicht begrüßen und er würde da auch nicht dran glauben. Aber ich müsste wissen, also wenn der Zeitpunkt kommen sollte, dann würde mein ganzes Archiv
wovon ich ihm mal berichtet hatte bei mir zu Hause, das würde dann ja irgendwie verschwinden und das sei ja nur alles schade. Ich sage, ja gut, wenn es so ist, dann ist es so. Also ich habe nichts versteckt. Ich habe ihm Schülermann gesagt, aber ich hole mir das dann irgendwann wieder und so weiter. Naja, also wir dann hat das Gespräch beendet und das Ergebnis dieser Verbotsattacke ist ja auch bekannt. Und also ich habe mich mit Leuten wie dem Ruprecht oder dem Schülermann immer zusammengesetzt und habe korrespondiert und die haben natürlich dann geschrieben ohne Ende über mich. Das lässt sich dann alles im Internet ja auch teilweise zurückverfolgen. Und nun, im Grunde genommen brauche ich da gar nichts zu sagen, ich brauche mir das vorzulesen, was da über mich berichtet wird. Die Nachteile waren natürlich auch, dass ich überall bekannt war, in Buxtehude, in Neukloster, wo ich wohnte und so weiter. Ich habe natürlich Morddrohungen per Telefon und so weiter erhalten und Fahrzeuge wurden die Scheiben eingeschlagen, Reifen zerstochen. Ich habe eine Demonstration vor meiner Haustür gehabt, inszeniert von Andrea Röpke. Und einmal stürzten wir aus dem Haus, weil wir alle dachten, die Familie, da wäre eine Bombe geplatzt da, bei uns auf dem Wendehammer, ich wohne da auf dem Eckgrundstück, in einer Sackgasse, dachten, da wäre eine Bombe hochgegangen und so weiter, kamen wir raus. Da lag über eine Strecke von 100 Metern vor der Haustür, waren Schnipsel, weiß, schneeweiß, war alles schneeweiß, mit Schnipseln bedeckt und mit Herzparolen gegen mich. Ne? Auch meine Tochter, die ja auch in der DJN aktiv war, wurde mit Pyrrhos geschossen. Und dann wurden solche Steine mit Katapulten vom Nachbarn aus, auf der gegenüberliegenden Straße, durchs Haus geschossen. Durch die Thermopenscheiben durch, praktisch oben im Obergeschoss. Und auf der gegenüberliegenden Seite gegen die Wand war ein Loch drin in der Wand und dann fiel der Stein runter. Also wenn da Leute gewesen wären, da hätte es wahrscheinlich auch Tote geben können. Das sind alles so Attacken, die ich da durchgemacht habe. Und zum Beispiel jetzt auch Steckbriefe verteilt da in der Straße oder im Dorf bei uns. Auch gleichzeitig im Nazi-Zentrum in Barstedt, also in meinem Anwesen, wo ich groß geworden bin und was mir heute noch gehört und was ich immer wieder Partei oder die JN zur Verfügung gestellt habe. Da sind dann auch Pamphlete da im Dorf verteilt worden. Steckbrief sieht zum Beispiel so aus, wissen Sie eigentlich, was Ihr Nachbar morgen macht? Andrea Röpke, ne? Wussten Sie, dass in Ihrer Nachbarschaft ein bekennender Neonazi wohnt und von Buxtehude Neukloster aus menschenverachtende Propaganda betreibt? Wussten Sie, dass der langjährige Bankangestellte, der sich seit kurzem in Ruhestand befindet, auch an diesem Wochenende wieder aktiv ist? Der bekennende Rechtsradikale ist seit Jahren führend in der Nazi-Szene aktiv und organisiert unter anderem Busreisen sowie zu Nazi-Aufmärschen oder tritt als Redner bei Kundgebungen auf. Außerdem ist er Besitzer der alten Mühle in Barstedt, ein Gebäudekomplex, in dem sich ein griechisches Restaurant befindet. Die regionale NPD lädt dorthin regelmäßig zu Schulungen für Neonazis ein. An diesem Wochenende wird die NPD versuchen, in der niedersächsischen Stadt Verden aufzumarschieren. Der Aufmarsch wurde von dem Buxtehuder Adolf Dammann angemeldet. Dammann wird auf der Demonstration zusammen mit den Neonazis aus der Region Verden-Rotenburg auftreten. Rechtsextreme wie Adolf Dammann und ihr Wirken sind eine Gefährdung für die freiheitliche demokratische Grundordnung unseres Staates. Bürgerinitiative gegen Adolf Dammann. So in Stade wurde auch in etwa um die gleiche Barstedt um die gleiche Zeit folgendes Pamphlet dann verteilt. Adolf Dammann, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD Niedersachsen aus Buxtehude in der Kloster, gehört das 1602 Quadratmeter große Grundstück mit mehreren Gebäuden in der Ortsmitte von Barstedt. Die Nutzung des Gebäudekomplexes wird mit Handel und Dienstleistungen gegeben. Also die sind auch zum Grundbuch angetigert da oder im Handelsregister und haben da eingesehen. Die NPD-Schulungen finden auf dem ehemaligen Tanzboden der früheren Gastwirtschaft statt.
das heute im Gebäudekomplex vorhandene Restaurant steht in keinem Zusammenhang mit der NPD. Die mussten sich ja vorsehen, wenn sie da attackenreich also inszenieren. Und meinetwegen da Molotow-Cocktails da reinwerfen, da ins griechische Restaurant, ja, also das von der Antifa, das geht ja nun gar nicht, also das wäre ja nun Ausländerfeindlichkeit hoch drei. Deswegen schreiben die wörtlich in dem Pamphlet, was in Bach steht, in alle Haushaltung gegangen ist, dass das vorhandene Restaurant in keinem Zusammenhang mit der NPD steht. Die wollten sich also praktisch, ja, die Solidarität mit den Griechen, die wollten sich da damit sichern. Adolf Dammann ist seit 1959 ununterbrochen Funktionsträger in rechtsextremistischen Parteien. Der ehemalige Bankfilialleiter gilt als braune Eminenz der Neonazi-Szene im Elbe-Weser-Raum. Dammann, jetzt wortlich von mir, seitdem ich in Rente bin, brauche ich mich öffentlich nicht mehr zurückhalten. Tritt seit 2003 häufig als Anmelder oder Redner bei NPD-Demonstrationen auf, so in Braunschweig, Osnabrück, Wilhelmshaven, Hannover und am 2. April 2005 in Verden. Dammann beschimpft Gegendemonstranten als Soziotenpack, VVM-Gruftis oder als Zeckenpack bzw. Antifa-Banden. Er sah angesichts der von ihm angekündigten NPD-Demonstration einen Betroffenheitsorgasmus in der Verdener Politik und erkannte bei den vielen Gegenaktionen in Verden auch eine Pfaffenparade mit Glockengeläut. Dammann war Redner bei der NPD-Demonstration am 18. Juni 2005 in Braunschweig. Im Vorfeld der Demonstration befürchtete er, dass die volks- und verfassungsfeindliche Kumpanei von Antifa-Verbrechern und BRD-Regime funktioniert. Dammann organisiert nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes seit Jahren den Demo- und Kampagnentourismus völkisch-nationalistischer Extremisten maßgeblich mit. Er unterhält enge persönliche Beziehungen zur Neonazi-Szene und den Freien Kameradschaften. Er hat in der Vergangenheit zusammen mit seiner Tochter regelmäßig Schulungen und anderen Veranstaltungen in Barstedt eingeladen. Also das ging in meinem Heimatort in alle Haushaltungen. Und Schlagzeilen natürlich immer in der örtlichen Zeitung, Barstedt, die Nazis stehen auf der Straße, die NPD-Scheune sei ein Lagergebäude und keine Versammlungsstätte. Dafür bedürfe es eine Nutzungsänderung. Also Kreis unterbindet Versammlungen in NPD-Scheune. Sollten wir Wind von Versammlungen bekommen, wäre dies eine Ordnungswidrigkeit. Das Kreishaus stehe im engen Kontakt zur Kommune und Polizei. Bislang habe der stellvertretende Vorsitzende der niedersächsischen NPD, Adolf Dammann aus Neukloster, keinen Antrag auf eine Nutzungsänderung gestellt, so der Kreisbaurat. Dafür müssten Genehmigungen beantragt und die Scheune müsste umgebaut werden, um unter anderem den Brandschutz und weiteren Vorschriften bei Versammlungsstätten von Sanitärräumen oder die Anzahl der Parkplätze und so weiter Fluchtweg Rechnung zu tragen. Also das war die Schiene, mit der man uns stoppen wollte. Keine Auskunft, sagt der NPDler Dammann gestern im Tageblatt. Lediglich, dass er im Wahlkreis als Direktkandidat für den Bundestag antreten wolle, verriet der Rechtsextremist, der laut Verfassungsschutz maßgeblich den Demo- und Kampagnentourismus der völkisch-nationalistischen Extremisten in Norddeutschland mit koordiniert. Seit Jahren nutzt die rechte Szene die Scheune für Schulungen und Wahlkampf. Die Neonazis, die 1999 die Flüchtlingsunterkunft in Kutenholz überfielen, hatten an einer Schulung der JN in Barstedt teilgenommen. Auch wurde laut Staatsschutz der Kontakt zu gewaltbereiten Skinheads und freien Kameradschaften gepflegt. Bei einer Lehrerfortbildung in Stade nannte das Innenministerium die NPD-Scheune in einem Atemzug mit dem Heisenhof des Rechtsextremisten Jürgen Rieger und der JN-Schulaktion. Hier ein Zitat aus NPD-Schulungspapieren. Loyalität und Disziplin sind wesentliche Bausteine der Gruppe und ihres Erfolges. Wer hier die nötige Einstellung vermissen lässt, muss gnadenlos entworfen werden.
Darüber haben wir sich natürlich auch aufgeregt. VVN lässt sich dann auch nachlesen im Internet unter den entsprechenden Akteuren da in Stade. Adolf Dammann meldete sich im letzten Jahr wieder als Leserbriefschreiber in den lokalen Zeitungen zu Wort. Er lobte Generalmajor AD Gerd Schulze-Rohnhoff öffentlich für dessen revisionistisches Buch 1939 Der Krieg, der viele Väter hatte und machte eine wohlwollende Buchbesprechung im Niedersachsenspiegel. Zitat, dass sich der Wahlbuxtehuder mit seinem neu erschienenen Buch 1939 Der Krieg, der viele Väter hätte, den volks- und verfassungsfeindlichen Schergen in den Weg stellt. In antisemitischer Manier äußerte sich Dammann am 30. Dezember 2003 im Stadler Tageblatt. Zwar weiß jeder gebildete Mensch, also meine Worte, zwar weiß jeder gebildete Mensch, dass die bolschewistische Revolution 1917 in Russland und die anschließenden blutigen Gemetzel ohne Juden kaum stattgefunden hätten. Und dass in diesem Sinne natürlich Juden auch Täter waren. Doch aussprechen darf man das zwar mit NPD-Parteibuch, aber nicht mit einem der CDU, so wie Hohmann zum Beispiel. Die Bilder glichen sich. War Schily von seinem Besuch bei Paul Spiegel 2000 gegen ein NPD-Verbotsverfahren, so war er danach urplötzlich dafür. War der hessische CDU-Chef Koch gegen den Rauswurf Hohmanns aus der CDU, so änderte er nach seinem Besuch bei der jüdischen Gemeinde flugs seine Meinung ins Gegenteil. Gemeinsam mit Dr. Reinhold Oberlecher, deutsches Kolleg, und etwa 2 Dutzend jungen Kameraden sprengte Dammann am 12. Januar 2004 eine Podiumsdiskussion zum Neofaschismus in Buxtehude. In Himmelfort drohte er den örtlichen Pastor während einer NPD-Aktion am 15. Mai 2004, wenn der Ortspfaffe seine Volksverhetzung weiter betreibt, werden wir seinen Tempel aufsuchen, ihn von der Kanzel holen und dem Volk erzählen, was er lügt. In Oldenburg wetterte er am 3. September 2005 auf einer Kampagnendemonstration der NPD, die Juden sind nicht unser Unglück, sondern die SPD. Bei der Bundestagswahl am 18. September 2005 war er Direktkandidat der NPD im Wahlkreis Stade-Cuxhaven und erhielt 1,9% der Erststimmen. Ja, das waren VVN. Und nachdem ich in Rente war, ich habe während meiner ganzen Aktivitäten über die Jahrzehnte, habe ich nie kandidiert. Das konnte ich mir in meiner beruflichen Stellung auch gar nicht leisten. Aber als ich dann in Rente war, habe ich sofort kandidiert und wurde dann auch gleich für 10 Jahre oder 2x5 Jahre im Kreistag gewählt. Und über 50 Leute oder Abgeordnete gibt es dann im Kreistag. Aber als ich reingewählt wurde, war das die Schlagzeile hier. Ne? Das war die Schlagzeile. Also von über 50 Leuten, ja. Also im Grunde genommen war das die Sensation Adolf Dammann für den NPD im Kreistag. Und da schreibt natürlich dann mein Freund Uwe Ruprecht, der Kommunist Uwe Ruprecht, der heute auch vom Glauben abgefallen ist, Adolf Dammann im Parlament begrüßt. Sie schüttelten ihm die Hand und gratulierten ihm zum 67-jährigen Geburtstag. Ohne Kommentar oder Widerspruch der übrigen Politiker nahm heute der Vizevorsitzende der niedersächsischen NPD, Adolf Dammann aus Buxtehude, seinen mit 1,6% der Stimmen errungenen Sitz im Kreistag von Stade ein. Es blieb der Antifa vorbehalten, mit einem Transparent rechte Strukturen zerschlagen, vor dem Gebäude auf den Einzug des einflussreichen Rechtsextremen ins Kommunalparlament hinzuweisen. Seine Losung, der Kampf wird nicht in den Parlamenten, sondern auf der Straße entschieden, war Dammann 2 Tage zuvor in Bremen gefolgt, wo sein Tross aus 120 Neonazis auf dem Protest von
von etwa 6.000 Menschen stehe ich. Auf der einen Seite Neonazis, auf der anderen Seite sind das die Menschen. Ja. Ich bin, mein Zitat, ich bin, wie Sie alle wissen, neu im Kreistag, sagte Dammann bei der Vorstellungsrunde der Abgeordneten zu Beginn der Sitzung. Und ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen. Im parlamentarischen Raum trat dem Bankfilialleiter im Ruhestand vorerst keiner von den anderen 51 Mandatsträgern entgegen. Dann folgte 2006 ein Aufmarsch der Neonazis in Stade mit entsprechender Resonanz. Diese Demo, die wir da dort durchführten, sorgte zweifelsohne, schreibt das Tageblatt, für Aufsehen dieses Jahr. Auch wenn es vielen nicht genehm war. Die rechtsextreme NPD hielt Politik, Polizei, Justiz, Kirche und Bürger dieses Jahr in Atem und gelangte immer wieder in die Schlagzeilen. Und als ich dann gewählt wurde in Kreistag, dann meinte ich natürlich, also ich müsste jetzt mit Anträgen und Anfragen, also die bombardieren, so wie das andere ja auch gemacht haben. In Mecklenburg-Vorpommern hat man uns das ja auch vorexerziert. Es fand aber, weil man ja ahnte, was da kommen würde, fand dann von dem sogenannten Verwaltungsausschuss, der immer vom Kreistag unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte, wurde eine Vereinbarung getroffen, dass man auf Redebeiträge von mir nicht eingeht, praktisch. Also weder dagegen oder dafür und so weiter. Und darüber hinaus bei Anträgen nur abstimmt, nicht Stellung nimmt, sondern nur ablehnen. Und zwar bei sämtlichen Systemparteien war das der Fall und das wurde dann auch bis vor kurzem, im Kreistag wurde das eingehalten. Aber trotzdem habe ich natürlich, um diesen Test erstmal zu machen, wie man auf meine Anwesenheit da reagieren würde, habe ich natürlich erstmal ein paar Anfragen gestellt zur Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit von eingebürgerten Ausländern im Landkreis Stade. Anfrage zu den Profiteuren der Haushaltsansätze, Initiativen und Projekte gegen Extremismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewaltprävention. Anfrage zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber im Landkreis Stade. Anfrage zur Kinder- und Jugendkriminalität im Landkreis Stade. Wie hoch ist der Ausländeranteil? Dringlichkeitsantrag, Kürzung der Aufwandsentschädigung. Antrag, die Amerikanisierung der deutschen Sprache in der Kreisverwaltung aufhalten. Anfrage zum Missbrauch von Sozialleistungen. Wie hoch ist der Anteil ausländischer Sozialleistungsbetrüger und so weiter? Ja, das habe ich dann irgendwann aufgegeben und seitdem habe ich dann nur eine bestimmte andere Taktik verfolgt und an und für sich bin ich da ganz gut mit zu Wege gewesen. Ich habe alle Ansätze zu einer Provokation wahrgenommen. Man hat sich natürlich bemüht, in der Tagesordnung also die ganzen Punkte so zu gestalten, dass ich da im Grunde genommen über die Breite irgendeiner Kreisstraße oder über irgendein Dixi-Klo, was da irgendwo am Marktplatz aufgestellt werden muss, da habe ich natürlich überhaupt keine Stellung zugenommen. Wenn natürlich das Überfremdungsthema da in irgendeiner Weise da in Gefahr stand, thematisiert zu werden, da war ich natürlich voll drauf, habe mich auch immer vorbereitet. Das wurde dann natürlich auch immer skandalisiert und aufgegriffen von den Systemmedien. Und 2007 hatte ich mich dann auf dieser Demo, die wir da in Stade da durchgeführt hatten, habe ich mich dann natürlich auch mit den örtlichen Herrschaften da in Stade angelegt. Und das Landgericht Stade hat eine Verurteilung des niedersächsischen NPD-Funktionärs Adolf Dammann wegen Verunglimpfung des Staates und Beleidigung teilweise aufgehoben. Es handelte sich eigentlich um eine Bagatelle, bemerkte der Vorsitzende Richter, dessen Strafkammer über die Berufung Dammanns gegen ein Urteil des Amtsgerichtes zu befinden hatte.
dass im Januar 2006 den bis dahin nie strafrechtlich in Erscheinung getretenen 67-jährigen stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden von Niedersachsen mit einer Geldstrafe belegt hatte. In einem im Dezember 2004 auf der Homepage der Stader NPD veröffentlichten Text hatte Dammann die Bundesrepublik als scheinsouverän bezeichnet. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Margit Wechsel als Soziotenwetzel und den damaligen Stader Bürgermeister Hans-Hermann Ott als Kiddinger Witzfigur. Seine Verurteilung lieferte Dammann das Motto für eine Demonstration am März 2006 in Stade: Maulkopf für die NPD? Narrenfreiheit für Wetzel und Ort? Nicht mit uns. Adolf Dammann rechtfertigt seinen Text als Replik, also als Antwort auf einen Zeitungsartikel, in dem Dr. Wetzel die NPD als braunes Gesocks bezeichnet und der Bürgermeister ein Verbot der NPD gefordert hatte. Sein Anwalt Jürgen Rieger listete Beschimpfungen von Politikern auf, die von den obersten Gerichten als legitim angesehen worden sind. In der Politik ist eben eine rüdere Sprache üblich, meinte der seinerseits wegen Volksverhetzung bevor bestrafte Advokat. Und die Staatsanwaltschaft gestand Dammann das Recht auf Gegenschlag zu, assistierte ihm, dass es sich bei Soziotenwetzel um eine intelligente Form der Beleidigung handelte, so der Richter. Zwar sei Soziotenwetzel eine Ehrverletzung, befand das Gericht schließlich, aber diese sei ausnahmsweise im politischen Meinungskampf gerechtfertigt, nachdem die Angegriffenen sich zuvor selbst unsachlich geäußert habe und sich nicht wundern müsse, wenn der Gegenschlag erfolgt. Anders im Fall des Bürgermeisters, der sich seine Beschimpfung nicht verdient habe, wofür man sich auch entschuldigen könnte, meinte der Richter. Scheinsouverän sei keine böswillige Verächtlichmachung des Staates, sondern eine zulässige Meinungsäußerung. Das ursprüngliche Urteil von 30 bis auf 15 Tagessätze so weiter reduziert. Auf den ersten Blick ist kaum ein Unterschied zu sehen. Der NPD-Kreistagsabgeordnete Adolf Dammann nimmt seinen Platz im Kreistag ebenso ein wie die anderen Abgeordneten. Doch wenn er zum Rednerpult schreitet, seine Anträge wortreich begründet, dann wird es schon deutlich. Adolf Dammann wird zum Außenseiter. Am Montag hatte Dammann seinen ersten großen Auftritt im Kreistag, nachdem er sich während der konstituierenden Sitzung noch extrem zurückgehalten hatte. Dass die zweite Kreistagssitzung nicht zur Dammann-Schau verkam, lag am Verhalten der anderen Parteien, die dem NPD-Dammann mit professioneller Abgeklärtheit begegneten. Zweimal ging Dammann zum Rednerpult. Viele schauten während seiner Beträge betreten auf den Boden, andere rollten mit den Augen und durchwühlten demonstrativ die Unterlagen. Einige wenige Abgeordnete verließen den Saal. Wer genau hinhörte, konnte sich schnell bestätigt fühlen. Denn für Dammann ist Polen das polnisch besetzte Ostdeutschland. Nach diesen Worten rumorte es heftig in den Sitzreihen des Kreistages. Aber der von Dammann möglicherweise erhoffte Eklat blieb aus. Die Fraktion ließ es nicht zum Skandal kommen. Die Abgeordneten blieben ruhig sitzen, ließen Dammann reden, ließen ihm als demokratisch gewählten Vertreter die zustehenden 10 Redeminuten, ehe Kreistagsvorsitzender Hermann Krusemark einschritt und auf das Ende der Redezeit verwies. Übrigens, Dammann reagierte sofort, ließ sich formal nichts zu Schulden kommen. Der Kreistag gab sich großzügig, behandelte auch die Dringlichkeitsanträge der NPD, was aber nicht nötig gewesen wäre, denn die Amerikanisierung der Sprache in der Kreisverwaltung hat formal keine Eilbedürftigkeit. CDU-Fraktionsvorsitzender Richard Wilke schaffte es im Namen aller anderen Fraktionen, dem NPD-Mann anschließend bei einem sehr vordergründigen und populistischen Vorstoß schnell den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dammann wollte die ohnehin geringen Aufwärtsentschädigungen der Abgeordneten halbiert wissen. Wilke reagierte, bevor der Nationaldemokrat seinen Vorstoß begründen konnte. Diesen Antrag werden wir geschlossen ablehnen. Die Demokraten signalisierten Geschlossenheit und Gelassenheit, um gegen das rechtlich grenzwertige und damit provozierende Auftreten von Adolf Dammann vorzugehen. Folgerichtig stimmte niemand mit dem NPD-Mann. Also das sind alles so Sachen, die mir im Kreistag begegnet sind. Für einen Eklat im Kreistag sorgte der Rechtsextreme, das stand zum Beispiel im Hamburger Abendblatt, Harburger Rundschau. Für einen Eklat im Kreistag sorgte der Rechtsextreme NPD Adolf Dammann,
sprach im Zusammenhang mit Patenschaften zu Städten in Polen von polnisch besetzten Gebietskörperschaften. Aus Protest verließen daraufhin einige Politiker von CDU und SPD bis zum Ende der Redezeit den Saal. Ja, Manfred, das wirst du vielleicht ja auch alles nochmal erleben. Eine gute Stunde dauerte die Aussprache zum Haushalt des Kreises 2008 an, als um 10.32 Uhr Adolf Dammann ans Podium schritt. Was er sagte, trieb allen Kreistagsabgeordneten die Röte der Empörung ins Gesicht. Dammann sprach von einem Einwanderungstsunami und dass die Verausländerung unseres Landes sträflich verniedlicht werde. Die in Polen liegenden Kommunen Goldap, Danzig und Stettin seien deutsche Städte wie Berlin. Wir werden zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Die Behauptungen Dammanns wurden mit einem Ordnungsruf durch den Kreistagsvorsitzenden Hermann Krusemark geahndet. Udo Paschedak von den Grünen war es, der den Konsens aller anderen Kreistagsabgeordneten dagegen hielt. Die Worte Dammanns sprechen von einer tiefen Ausländerverachtung, die mit unserem Menschenbild und dem Grundgesetz nichts gemein haben. Die völkerrechtlichen Vorstellungen sollte der NPD-Mann tief im Keller vergraben. Dammanns Auftritt sei neue Nahrung für ein NPD-Verbot. Im Gegensatz zu Dammann ist der Grüne stolz darauf, dass sich der Kreis Projekte leiste, die helfen, Ausländer zu integrieren und zu fördern und rechtsextreme Tendenzen zu bekämpfen. Der selbst in der NPD als radikal geltende Adolf Dammann aus Neukloster, er sitzt für die NPD im Kreistag, hatte Demonstrationen ohne Abstimmung mit dem Landesvorstand veranstaltet und war daraufhin zeitweise vom NPD-Landesvorsitzenden Ulrich Eigenfeld kaltgestellt worden. Dammann mit seinen engen Beziehungen unter anderem zur Kameradschaft Stade und nach Hamburg steht, so Frieder vom Verfassungsschutz, gerade für die aggressive, gewalttätige, neonazistische Präsentation der NPD. Dammann sei für die Partei zu wichtig, als dass sie ihm lange Zeit ignorieren könnte. Der Beweis, seine Nominierung für die Landtagsliste auf Platz 5, dass die NPD wieder aggressiv in den Wahlkampf gehen wird, davon gehen die Verfassungsschützer aus. Der Antrag von Benjamin Böhnke, die Linke, und die Zuschüsse für die Kreisgemeinschaft Goldap zu streichen, wurde abgelehnt. Adolf Dammann handelte sich mit seiner Reaktion auf den Antrag einen Ordnungsruf ein, weil er Stettin und Danzig als deutsche Städte bezeichnete. Hamburger Rundschau. Was geht in diesen Köpfen vor? Ich erspare euch nur diese langen Ausführungen hier kundzutun. Christian Worch und Adolf Dammann aus der Führungsriege der rechten Szene über Befreiungskampf, Medienmafia und illegale Schusswaffen. Ja, das kann man natürlich nur erreichen, wenn man den Leuten spricht. Das Interview haben wir dem Journalisten Ruprecht gegeben, der natürlich dann auch immer gut auf uns fixiert war. Und dementsprechend auch einiges zu schmieren hatte. Aber jetzt zum Schluss will ich euch nochmal einen Artikel vorlesen von diesem berüchtigten Schillermann, der heute ja auch noch immer aktiv ist und rumhetzt, also auf allen Kanälen und als Experte gegen Rechtsextremismus da gehandelt wird. Also den habe ich einfach mal zu mir nach Hause geholt. Hat er natürlich in richtig gehässiger Weise, hat er dann da seine Worte verfasst und die ich mal eben hier zum Besten geben möchte. Und dann würde ich vorschlagen, dass ich dann anschließend erstmal Schluss mache. Wenn ihr da Fragen habt und Diskussionsbeiträge zu leisten habt, dann können wir das natürlich alles machen. Wenn ihr aber meint, ich müsste diese ganze Arie, die ich hier zum Besten gebe, noch fortsetzen, dann kann ich das auch machen. Also kein Problem. Denn mit dem Material, was ich hier ausgegraben habe und für diesen Vortrag zur Verfügung halte, also das reicht noch für eine weitere gute Stunde. Oder was, ne? Naja, gut. Ein letzter Artikel von Schillermann, Stefan Schillermann vom NDR. Ich habe natürlich darum gebeten, dass er mir eine
seine Version erstmal zukommen lässt, damit ich die auch Fehler durchsehe, ohne irgendwie da was zu verfälschen, nach seiner Auffassung. Dann hat er mir den Arbeitstitel geschickt und ich habe da trotzdem einige Anmerkungen gegeben, weil er das irgendwie wohl nicht richtig verstanden hat in dem dreistündigen Interview, was ich ihm gegeben habe. Ja, er saß bei mir in der Stube auf der Fensterbank, sein hellbraun gekachelten Bades liegt der Spiegel. Also da ist er wahrscheinlich gekommen und musste da erstmal zur Toilette, habe ich gesagt, das ist Bad und so weiter. Da hat er den Spiegel gefunden, im Bad, auf der Fensterbank, da bei der Kloschüssel. Ne? Also auf der Fensterbank seines hellbraun gekachelten Bades liegt der Spiegel. Aufgeschlagen ist ein Artikel über Postchef Klaus zum Winkel. Die fettgedruckte Schlagzeile lautet, jeder kämpft für sich. Es könnte auch das Lebensmotto des Adolf Dammann sein. Der 1939 geborene Dammann zählt zum Urgestein der NPD, nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit und damit auch zu den mächtigsten Strippenziehern der rechtsextremistischen Partei zwischen Stade und Göttingen. Gutbürgerlich, das ist die wohl treffendste Bezeichnung für das äußere Erscheinungsbild des Adolf Dammann. Dicke Teppiche über abgeschabten Stäbchenparkett, habe ich nicht berichtet, im Wohnzimmer. Ich habe das so einfach stehen lassen oder was. Ich habe ihn hinterher noch darauf angesprochen. Ich sag, musst du wissen, wird alles archiviert und irgendwann werden wir vielleicht darauf zurückkommen und so weiter. Aber das ist ja, da brauchen wir auf sowas brauchen wir nicht zurückzukommen. Ja, naja. Dicke Teppiche über abgeschabten Stäbchenparkett im Wohnzimmer. Ich hätte dies ja gar nicht vortragen brauchen, hätte ihn rausnehmen können oder was, aber ich will trotzdem, also ich habe da null Skrupel oder ich brauche mich vor nichts zu schämen oder so, ne, und ich habe da nichts falsch gemacht und deswegen, also ich schäme mich nicht oder was, wenn ich das vorgelesen habe hier dann. Ein fünftüriger Wohnzimmerschrank aus dunklen Nussbaumholz mit angestoßenen Füßen. Auf der Fensterbank eine kleine weiße Porzellanente mit rotem Schal, an den Wänden goldgerahmte Bilder aus Stoff mit bestickten Landschaftsmotiven und eine Zinnmedaille des Männergesangsvereins Mittelkirchen von 1844 überreicht zur Silberhochzeit. Das ist das Reich des Adolf Dammann in seinem dunkel geklinkerten Einfamilienhaus in Buxtehude. Hier empfängt Adolf Dammann Gäste, Parteifreunde und an einem finsteren Novembertag ausnahmsweise auch einen Reporter der Systemmedien, wie er es nennt. Hinweise auf die andere Seite des Adolf Dammann hängen in Form von schwarz-weißen Kohlezeichnungen in seinem Arbeitszimmer. Im Bildtext heißt es, wer nicht für die Freiheit sterben kann, der ist der Kette wert. Ja. Kann man auch schon mal Wert darauf legen, dass sowas verbreitet wird. Ne? Adolf Dammann liebt markige Sprüche wie diesen. Vor Gericht bezeichnete er sich damals als Meinungsverbrecher. Mehrfach wurde er verurteilt wegen Volksverhetzung. So, und jetzt kommt eine Anmerkung von mir. Das war ja praktisch sein Entwurf, den er mir geschickt hat. Also damit war ich nicht einverstanden mit dieser Formulierung, dass ich wegen Volksverhetzung da verurteilt worden bin. Noch nie bin ich wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Zu einer Geldstrafe von 600 Euro wurde ich 2007 vom Landgericht Stade wegen Beleidigung des Stader CDU-Bürgermeisters Hans-Hermann Ott verurteilt. In einer Replik auf seine Forderung nach einem NPD-Verbot war er von mir als Kehdinger Witzfigur bezeichnet worden. Diese Verurteilung gilt jedoch nicht als Vorstrafe. Mein polizeiliches Führungszeugnis ist demzufolge auch ohne Eintrag. Nun weiter Schölemann. In seinem geräumigen Haus in Buxtehude ist von dieser kämpferischen Seite des Adolf Dammann kaum etwas zu spüren. Höflich bietet er dem Reporter in seinem Wohnzimmer einen Platz mit der besten Aussicht an, wer in den mit hellbeigen Velourstoff bezogenen Sessel sinkt, der blickt an den tiefroten Vorhängen vorbei
durch große Terrassenfenster auf den nahen Mischwald. Drei Stunden nimmt sich Adolf Dammann Zeit für das Gespräch. Sein häufigster Satz in diesen 180 Minuten lautet: Das kann ich Ihnen zeigen. Adolf Dammanns ganzer Stolz ist das Archiv in seinem Keller. Tausende Zeitungsausschnitte, Parteipapiere und Pamphlete hat er dort gesammelt, seit mehr als 4 Jahrzehnten. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich all das eines Tages der Partei vermache, sagt Dammann. Das für ihn wichtigste Dokument hat Adolf Dammann schon bereitgelegt. Eine hellblaue blaue Pappe mit NPD-Logo und der Jahreszahl 64, dem Gründungsjahr der NPD. Adolf Dammann Ausweis trägt die Mitgliedsnummer 171. Darauf sei er heute noch stolz. Damals ist er gerade 25 Jahre alt und hat schon eine lange rechtsextremistische Karriere hinter sich, die schon als Schüler begonnen hatte. Seitdem lebt er als unbelehrbar geltende Rechtsextremist seine rassistischen Träume von einem deutschen Volksstaat, wie er es nennt. Und das mit allen Konsequenzen. 17 Jahre war der gelernte Bankkaufmann für die Volksbank tätig, zuletzt als geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Bis ihn seine rechtsextremistische Propagandatätigkeit den Job kostete. Dammann aber machte weiter. Als aggressiver Redner bei NPD-Aufmärschen und bis zur Rente bei seinem neuen Arbeitgeber, einer Bank in Hamburg. Dammann gehört zu den rührigsten Aktivisten der rechtsextremistischen Szene in Niedersachsen. Niemand sonst hat so viele Aufmärsche und Kundgebungen angemeldet wie er. Allein im Jahre 78 waren das 27 Stück, wie Dammann betont. Das kann ich Ihnen zeigen, sagte er stolz und verweist auf die Dokumente in seinem Keller. Dammanns Verhältnis zur NPD und ihren Führungsgremien ist zwiespältig. Parteien sind für mich nur Mittel zum Zweck, sagt er. Zwar gehört er viele Jahre dem NPD-Landesvorstand an, daneben aber hält er enge Kontakte zu führenden Vertretern der Kameradschaftsszene. Zu ihnen zählt auch der Hamburger Rechtsextremist Christian Borch. Dammann gilt als Gründer und Motor des mächtigen NPD-Unterbezirks Stade, dessen Einflussbereich sich über 5 politische Landkreise erstreckt und von Cuxhaven nach Verden reicht. Dammanns rechtsextremistisches Motto lautet: Die Fackel unserer Weltanschauung weitergeben an die nächste Generation. Erreichen will er das unter anderem mit Schulungsveranstaltungen für den Gesinnungsnachwuchs, die er systematisch aufbaut. Auf eigene Kosten kauft er 78 für damals 65.000 Mark ein später zum Schulungszentrum umgebautes Wohnhaus in Sulingen und vermietet es für monatlich 300 Mark an den NPD-Nachwuchsverband JN, bezahlt hat natürlich Landesverband NPD, unter den Szenenamen Kalte Zeit. Das war falsch, da habe ich wieder mich eingeschaltet, habe gesagt, das stimmt nicht, Kalte Zeit ist kein Szenenamen, Kalte Zeit ist kein Szenenamen, sondern die offizielle Straßenbezeichnung des JN-Zentrums bei Sulingen. Unter dem Szenenamen, wie er meint, wird das Gebäude 21 Jahre lang hundertfach zum Treffpunkt für rechtsextremistische Kameradschafts- und Musikabende, für Mitgliederversammlungen und vor allem für linientreue Ausbildungs- und Trainingsveranstaltungen. Dammann macht sich damit in Parteikreisen verdient, bindet zahlreiche Nachwuchskader an sich und baut seine Machtposition innerhalb der NPD Niedersachsen immer weiter aus. Eine Machtposition, die ihn auch durch massive Konflikte mit dem NPD-Landesvorstand politisch unbeschadet überstehen lässt. 1999 geht die kalte Zeit in Flammen auf, Brandstiftung. Ein Bekennerschreiben wird kurz darauf verteilt. Ich kann es Ihnen zeigen, sagt Adolf Dammann beim Reporterbesuch und holt das zweiseitige Papier aus seinem Dokumentenkeller. Darin heißt es, die kalte Zeit war ein verwahrlostes Bauernhaus, haben die Zecken geschrieben in ihrem Bekennerschreiben, die kalte Zeit war ein verwahrlostes Bauernhaus, welches von Faschisten gekauft worden war und die meiste Zeit leer stand. Auch als wir ungebetenerweise
zu Besuch erschien und das abfackelte. Und dieses Bekennerschreiben, das landete bei der Frankfurter Rundschau und dann beim Staatsschutz Hannover, der hat es weitergereicht nach Nebenburg und so weiter. Die kalte Zeit war ein verwahrlostes Bauernhaus, welches von Faschisten gekauft worden war und die meiste Zeit leer stand, auch als wir ungebetenerweise zu Besuch erschienen. Unterschrieben ist es mit autonome und antifaschistische Gruppen. Dammann aber macht weiter, gründet ein neues Zentrum in Barchstedt, was er bis vor wenigen Jahren der NPD und anderen rechtsextremen Gruppierungen zur Verfügung stellt. Was bringt einen Menschen wie Adolf Dammann dazu, sich mehr als ein halbes Jahrhundert als Rechtsextremist zu betätigen? Auf diese Reporterfrage hat Dammann eine schnelle Antwort. Es liegt mir im Blut. Er bezeichnet sich als politischer Soldat. Für andere ist er unbelehrbar. Also damit möchte ich jetzt erstmal meine Biografie schließen. Ich habe euch vorhin schon gesagt. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe noch Material für eine Stunde hier. Aber ich glaube, erstmal machen wir Feierabend hier. Ganz herzlichen Dank. Bevor jetzt es zum allgemeinen Teil geht und jeder die Gelegenheit hat zu fragen. Danke. Möchte ich dir ein Buch überreichen. Es ist wichtig, dass dieser Tag dir auch noch lange in Erinnerung bleibt. Und weil ich weiß, dass Politik zwar den wesentlichen Teil in deinem Leben auch macht, aber nicht alles, ist es kein politisches Buch. Also.